Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming. Auch in dieser Folge möchte ich euch wieder drei verschiedene Spiele vorstellen. Das wird dieses Mal sein A Bird's Journey, Tank Battle 3D und Talking Tom Gold Run. Ganz kurz zum Aufbau. Ich habe wie immer hier meine Bluetooth-Maus dabei. Habe außerdem ein Foldable Keyboard. Das ist einfach ein Keyboard, was man zusammenklappen kann. Ist auch Bluetooth. Gesteuert und natürlich habe ich wie immer mein Microsoft Lumia 59 XL, das ich hier in dieser Hülle habe, verbunden mit einem USB-C-Kabel mit meinem Display-Dock, das ist die kleine Kiste, die hier steht, und das Display-Dock ist verbunden mit meinem eigentlichen Bildschirm und erzeugt dadurch eben diese Desktop-artige Oberfläche, die ich jetzt eben mit meiner Maus zum Beispiel hier steuern kann. Und dann würde ich sagen, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr dafür interessiert, ich verlinke euch wieder, wo ihr noch ein bisschen mehr dazu erfahren könnt. Und würde sagen, starten wir einfach los. Also, ich gehe wie immer auf meine alle Apps-Liste und wir suchen einfach mal nach A Bird's Journey. So, A Bird's Journey ist mehr oder minder ein Flappy Bird-Kandidat. Also relativ ähnlich. Nett gezeichnet, muss ich sagen. Einfach was den Stil angeht. Allgemein ist es eine ganz feine Geschichte. Wie gerade. Ja. Also ich kann hier einfach die Lautstärke über mein Foldable Keyboard steuern. Deswegen das. Relativ leise im Moment. Ich hoffe, ihr hört was. Vielleicht drehe ich gerade mal den Fernseher noch ein bisschen hoch. Gerade nicht, wo der steht, ja, nicht so laut. So, dementsprechend, das ist eine ähnliche Geschichte wie Flappy Bird oder so eben auch. Relativ einfaches Spielprinzip, das könnt ihr mit der Maus spielen. Ihr drückt, also ich gehe einfach mal hier jetzt auf Spielen. Moment, ich drehe mal wieder ein bisschen runter, weil jetzt habe ich ein bisschen zu laut gemacht, finde ich. Ich gehe hier auf Spielen. Und was ihr jetzt eben machen müsst, ist diesen Vogel, der jetzt hier gleich rumfliegt, über diese, wie gesagt, relativ nette Szenerie, die sie hier gezeichnet haben. Also es ist alles so Scheren-Shit-mäßig. Und ihr müsst eben jetzt versuchen, diesen Vogel möglichst weit zu bringen. Wenn ihr drückt, dann schlägt er mit den Flügeln. Und auf die Art kann man eben dann weiterkommen. Umso näher ihr solchen, ja, das sind irgendwelche Bojen oder die Schiffe oder was auch immer kommt, umso mehr Punkte bekommt ihr dafür. Und wie ihr seht, ihr mit jedem Flügelschlag, den ihr eben macht, verliert ihr immer so ein bisschen Leben. Ja, und irgendwann, wenn das Leben eben vorbei ist, kann ich eben nicht weiter schlagen. Und deswegen bin ich dann so weit gekommen, wie ich gekommen bin. Das heißt, ihr könnt dieses Spiel jetzt immer wieder spielen, versuchen immer weiter zu kommen. Ich gehe nochmal ein bisschen runter. Und auf die Art eben dann einen neuen Highscore zu knacken und immer weiterkommen. Das ist im Prinzip das, was dahinter steht. Ihr seht auch, ihr bekommt dann so verschiedene Zusatzgeschichten. In unserem Fall jetzt... Babyküken ist freigeschaltet worden. Weiß jetzt selber nicht, was es genau ist. Ich guck mal, vielleicht kann ich jetzt eine andere Bühne, also einen anderen... keine Ahnung, irgendwas anderes halt dann anschauen. Auf alle Fälle bin ich scheinbar eins weitergekommen, weil er mich jetzt hier zu wiederholen trinkt. Ich muss mal gucken. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Doch, ich habe ein anderes Level. Das heißt jetzt Babyküken. Schauen wir mal, wie das aussieht. Kannte ich noch nicht. Aber es ist wieder Bühne 1. Weiß nicht genau, was es jetzt verändert hat. Wir schauen mal, ob was kommt. Und wir gucken einfach mal, ob ich in diesem Level oder jetzt dieses Mal nochmal den Highscore schlagen kann. Ihr seht auch, wenn ich ganz knapp über so ein Hindernis hinwegfliege, bekomme ich dafür eben auch mehr Punkte. Die werden mir dann nochmal aufgerechnet. Wenn ich ganz nach oben komme, dann verliere ich natürlich... das war jetzt ein Boot. Und jetzt bin ich wieder untergegangen. Weiß nicht, ob es jetzt ein neuer Rekord war, ich glaube eher nicht. Ja, und ihr bekommt eben immer weiter neue Zusatz-XP darauf gesetzt, also Experience und so weiter.
ihr seht, ist ein relativ simples Spiel. Das Ganze ist einfach, ihr möchtet eine Highscore knacken und ihr möchtet eben dann besser werden in dieser Highscore. Und darum geht es bei dem Game. Gut, viel mehr weiß ich jetzt auch gar nicht. Dann gibt es jetzt Erfolge, die man sich hier noch angucken kann. Also was man so geleistet hat bis jetzt. Kann man eben verschiedene Geschichten dann erreichen mit und muss eben schauen, dass man weiterkommt. Kann Boni erhalten und so weiter und so fort. Ganz nett gemacht. Wie gesagt, ich finde die Optik sehr schön von diesem gezeichneten, ich weiß nicht, dieses, wie nennt man das, Scherenschnitt oder so, weiß es gerade nicht. Auf alle Fälle dieses nette, gezeichnete, dieser Spaß dabei, das ist irgendwie nett gemacht. Ihr habt hier noch Optionen, Möglichkeiten, das sind aber kleine Geschichten, also ihr könnt zum Beispiel jetzt einfach den Spielspann wieder zurücksetzen, Sound ausgleichen und so weiter. Also ihr seht, nicht sehr komplex, aber wenn man ein bisschen was zocken will und einfach mal so zwischendurch ein bisschen spielen will, dann ist das sicher eine nette Geschichte. So, dann würde ich sagen, weil das jetzt ein relativ unkomplexes Spiel war, gehen wir jetzt mal ein bisschen was anderes noch rein. Nämlich in die Tank Battle 3D. Das ist jetzt nicht sowas, wie wir das sonst ja auch kennen von World of Tanks oder so, also es ist kein richtiges 3D-Game in dieser Art, wobei es ist 3D, aber es ist eben nicht so die Third-Person-Ansicht oder sowas, sondern es ist von oben betrachtet. Wir gehen einfach mal rein und schauen es uns zusammen an. Ich drehe mal Musik wieder ein bisschen hoch, weiß nicht. Ja, zum Beispiel. Ja, was dahinter steht, ist eben, ihr seid so ein Panzer und ihr müsst immer so Basen verteidigen. Und dann greifen eben verschiedene andere Einheiten greifen euch an und ihr müsst versuchen, diese Basen eben zu verteidigen gegen diese Einheiten. Das Spiel ist nicht wirklich leicht, also ihr seid schon relativ heftig unter Beschuss und so. Und schwierig dabei ist zum Beispiel auch, dass es Gegner gibt, die viel mehr aushalten als ihr und so weiter und so fort. Also man muss sich ein bisschen einspielen, muss ein bisschen damit arbeiten. Schön an der Geschichte ist auch, ihr könnt unterschiedliche Modi einschalten, also wie ihr zum Beispiel das Ganze kontrollieren wollt. Beispiel, wenn ihr jetzt auf einem normalen Smartphone unterwegs wärt, könntet ihr entweder so ein Keypad eben verwenden oder ihr könntet zum Beispiel so einen Joystick verwenden. Das, was euch eben dann, ich drehe mal die Audioausgabe ein bisschen runter, das, was euch besser gefällt. Was dieses Contract ist, weiß ich gerade selber nicht. Zwei. Ich belasse es mal beim Standard. Und es gibt eben Leaderboards, wo ihr natürlich dann gegen die restlichen Spieler in der Welt euch eben beweisen könnt, gucken könnt, wie weit ihr kommt und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt einfach mal aus Shop, war ich auch noch nicht drin. Schauen wir uns das nochmal an, was da kommt. Ah ja, ihr könnt eben mit Errungenschaften scheinbar dann noch bestimmte Dinge aufbauen, die ihr haben wollt. Zum Beispiel irgendwie eine Zusatzbombe setzen, zusätzlich Zeit holen, Speed oder Bild, weiß ich gerade selber nicht. Wahrscheinlich ist das Leben. Bin mir gerade nicht sicher. Aber auf alle Fälle könnt ihr so mit eurem Panzer hier halt abgehen. Und ich gehe jetzt einfach mal in das Spiel rein. Ihr seht, das ist simplifiziertes 3D. Bisschen nett. Aber nicht unbedingt schlecht. Also vielleicht so, sagen wir mal so wie bei Super Mario Bros. Oder sowas. Keine Ahnung. Hier seht ihr die verschiedenen Levels. Das ist ein Level, was ich geschafft habe. Und hier muss man sich eben dann ganz normal in dieser Welt herumbewegen, um eben diese verschiedenen Levels abzuschließen. Ich gehe mal hier auf Level 2 jetzt drauf. Dann seht ihr, ich werde abgeworfen und da ist mein kleiner Panzer. Jetzt kann ich hier gucken, gegen wen ich gehe. Sorry, hab mich leicht erkältet. Gegen wen ich jetzt antreten werde in diesem Level, nämlich zum Beispiel gegen drei Soldaten, also normale Fußsoldaten, dann wird es solche, ja, also ich glaube, es sind Motorbikes, gegen die ihr dann kämpft, also so, davon gibt es eben eins, es wird Autos geben, also so Buggies, gegen die ihr kämpfen werdet und natürlich andere Tanks, 4 Stück davon. Und ihr müsst eben versuchen, eure Basis gegen all diese zu verteidigen. Zusätzlich werdet ihr noch von, ich glaube, es sind Flugzeuge normalerweise beschossen und so, das ist, wie gesagt, nicht so wirklich einfach. Ich drehe mich dafür jetzt auch mal wieder ein bisschen um. Kennt ihr ja schon, wenn es ein bisschen schwieriger wird, damit ich irgendwie überhaupt eine Chance habe, spiele ich das Spiel dann eben auf diese Art. Und ja, wie gesagt, wir starten einfach mal das Level los und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu bedienen. Eine davon ist eben auch Keyboard-Bedienung. Das gefällt mir am besten. Mit der Leertaste könnt ihr feuern und mit den Pfeiltasten oder WASD, das ist egal, könnt ihr eben herumfahren. Und wie ihr seht, könnt ihr jetzt von oben eben euren Panzer hier steuern. Das da unten mit der Fahne, da wo ich jetzt drauf zufahre gerade, das ist übrigens eure Basis, die ihr gegen die anderen verteidigen müsst. Und ganz schwierig dabei, da seht ihr, der Panzer hält zwei Schüsse aus zum Beispiel. Ihr als normaler, ja, vorbei. Ihr habt gesehen, ich bin gleich abgeknallt worden, denn dieser Panzer, den ich da habe, der hält eben keine zwei Schüsse ab, was ich ziemlich mies finde. Ihr seht auch, ich kann hier Mauern wegschießen und so Geschichten. Also das sind so Verteidigungsmauern, die ich hier habe. Und ich muss eben versuchen, den anderen jetzt zu erwischen, ohne dass er mich kaputt macht. Da kommt ein Airplane, muss ich wegfliegen, weil der schmeißt jetzt so eine Bombe auf mich. Also ihr seht, es ist nicht so simpel. Und ihr seht auch, die schießen sofort auf mich. Ich muss also gut hinter solchen Ecken mich verstecken und versuchen dadurch das Ganze eben irgendwie abzuschließen und möglichst viele von denen eben zu erwischen, bevor sie mich erwischen können. Ihr müsst natürlich dann auch immer einfach abwägen, wie weit oder wann die Schüsse von euch eben ankommen werden und so weiter und so fort. Und jetzt hat mich wieder das blöde Flugzeug erwischt. Also wie gesagt, es ist nicht so simpel, weil sie euch ziemlich übel rannehmen bei dem Spaß. Und ihr könnt im Prinzip von jedem dieser Einheiten mit einem Schuss ausgeschaltet werden. Dafür brauchen einige dieser Einheiten aber deutlich weniger, um euch auszuschalten. Also ich finde es nicht total simpel. Das einzig Schöne ist, die sind nicht super schlau. Habe ich wieder einen der Buggies erwischt. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch mehr erwischen kann. Ihr seht auch, die werden respawned. Das hat einfach damit zu tun, dass sie zum Glück nicht alle auf einmal dann auf euch treffen und losschießen. Komm runter. Versuch mal wegzufahren. Und wieder ein... und vorbei. Ja, also wie gesagt, es ist nicht so super leicht. Ihr müsst relativ mit vielen Sachen gleichzeitig klarkommen. Ihr müsst schauen, dass ihr eben die anderen erwischt. Die anderen schießen auf euch, wenn ihr in ihr Sichtfeld kommt. Zum Glück nicht, sehen sie nicht, wenn ihr von hinten kommt zum Beispiel. Und ihr müsst eben versuchen, sie alle zu zerstören, um eure Basis zu verteidigen, die ihr da habt. Macht relativ viel Spaß. Man kann schön rumfahren, kann nett rumballern, wenn man es halt mag. Also wenn man keine Ballerspiele mag, dann spielt dieses Spiel nicht, weil das ist das gesamte... ist das gesamte Gameplay, was dahinter steht. Und ja, auf die Art spielt ihr das Spiel. Ihr kommt dann immer weiter, bekommt später, glaube ich, auch noch andere Panzer und so Geschichten. Ich bin ja selber noch nicht so weit, aber ich habe mal ein bisschen gespickelt. Es sieht so aus, als könnte man den halt aufleveln und so weiter und so fort. Dann auch ein bisschen widerstandsfähiger werden. Und was ihr jetzt seht, ihr könnt jetzt das Game einfach nochmal spielen. Dieses Level, was ich hier habe. Mache ich jetzt einfach mal. Da sind wir wieder. Ich bin wieder mit der Tastatur dran und ihr müsst, wie gesagt, jetzt relativ gut aufpassen, dass ihr die anderen, hat mich schon erwischt, dass ihr die anderen möglichst halt erwischt, ohne selbst getroffen zu werden. Und finde ich persönlich nicht so leicht. Und finde ich auch blöd, zum Beispiel wenn das Flugzeug, was da ist, auf euch feuert. Und da ist ein anderer mit dabei, also ein Gegner eben auch, der getroffen wird, dem juckt's nicht. Der kriegt die Geschichte nicht ab. Einzige Freunde, die ihr habt, habt ihr jetzt gerade gesehen, die haben mir hier irgendwas abgelegt mit so einem Hubschrauber, den sie da hatten. Und jetzt probiere ich mal, ob ich hier eine Chance habe. Auch ganz okay finde ich, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr zum richtigen Zeitpunkt selber schießt, könnt ihr auch andere Schüsse von den Gegnern eben auch abwehren. Und die kommen jetzt dann, kommen nicht weg und vorbei. Ja, und hab wieder verloren. Also, mieses kleines Game, was das angeht. Aber wie gesagt, muss man halt ein bisschen üben, muss man ein bisschen besser werden und sonst macht es echt Laune und ihr könnt relativ cool damit spielen. Optik ganz nett und Gameplay, wie gesagt, auch ganz nett. Und ihr müsst eben versuchen, die Gegner abzuwehren und eure Basis zu verteidigen. Und wie gesagt, ihr könnt selber beschossen werden, dadurch sterben. Ihr könnt
von diesem blöden Flugzeug, was ich... Ah, aber egal, könnt ihr auch getroffen werden. Und natürlich müsst ihr schauen, dass eure Basis hier nicht überrannt wird. Also da sind so Schutzmauern außenrum, die sie wegschießen können und die ihr auch wegschießen könnt. Das ist, je nachdem, was ihr halt machen wollt, das ist eine ganz gute Taktik. Und ihr müsst eben versuchen, eure Basis zu verteidigen, dass halt keiner darauf im Endeffekt nochmal schießt. Weil ihr habt meistens so einen Schutzwall nochmal außenrum. Und dann werden die anderen Einheiten irgendwann halt hierher finden, das Ganze wegballern. Positiv daran, oder das, was es euch ein bisschen einfacher macht, ist, dass die Gegner nicht super intelligent sind. Also da habt ihr noch eine gute Chance. Bei allem anderen seid ihr ein bisschen unterlegen, finde ich. Also es kommt darauf an, schlau sich zu verhalten, zum richtigen Zeitpunkt zu schießen und so weiter. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir dieses Game auch und gehen zu unserem letzten Game. Das ist in unserem Fall jetzt, Talking Tom Gold Run. Wer zum Beispiel, oh Gott, wie heißt denn das? City Run? Nee. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Es ist so ein 3D-Runner-Game. Kennt man verschiedene Geschichten von. Und dieses Game möchte ich euch jetzt auch noch zeigen. Das ist dann das letzte, was ich euch heute zeigen werde. Und das heißt, wie gesagt, Talking Tom. Da ist es schon, Gold Run. Talking Tom Gold Run kann man auf verschiedene Arten spielen, die... Einfachste ist mit dem Keyboard, ich mach's mir jetzt nicht einfach, ich nehme die Maus. Und da gucken wir einfach mal rein. Ladezeiten sind leider ein bisschen höher. Komm, Fliege, geh mal da weg. So, Ladezeiten sind ein bisschen höher bei dem Game. Und am Anfang sieht es ein bisschen so aus, als würde er gar nichts mehr tun. Das stimmt aber nicht. Also er ist immer noch damit beschäftigt, hier was zu laden. Und ja, müssen wir halt ein bisschen warten, weil leider beschäftigen sie einen auch nicht. Das wäre irgendwie nett gewesen, wenn sie jetzt hier, ich weiß nicht, selbst Werbung oder sowas finde ich da immer ganz angenehm, wenn man sich irgendwas angucken kann. Aber sie laden eben jetzt ihre Daten, die Engine wird geladen und so weiter. Das heißt, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, nicht wundern, dass jetzt hier irgendwie nur so ein halb abgeschnittener Balken oder sowas da ist und das Ding nicht durchläuft. Da bewegt sich schon noch was. Tut mir auch leid, dass ich heute ein bisschen kürzer mache und so. Das ist einfach, ich hab einen Frosch im Hals und ist nicht so angenehm für mich im Moment zu sprechen, weil es echt nicht so lustig ist. Ich hoffe, dass es nächste Woche wieder weg ist, aber wir werden sehen. So, da sind wir. Das ist Talking Tom. Das seid ihr, der kleine Kerl hier. Und ich finde es total süß gemacht. Da hinten läuft jetzt nämlich so ein Einbrecher rum und räumt euch die Bude leer. Und was ihr eben machen könnt hier, euren Talking Tom, der sammelt das eben so Goldbarren und sowas dann wieder ein und kann dann hinten sein Haus immer schöner machen. Also im Moment ist es ein Haus und ein Swimmingpool. Den Swimmingpool gibt es am Anfang als Beispiel nicht. Sorry. Der Swimmingpool da, der wurde gebaut, weil ich eben irgendwann ein bisschen weitergekommen bin und ein paar von den Goldbarren hier eingebaut habe. Und da hinten rennt er wieder mit irgendwas von mir weg. Und worum es geht, wenn ihr jetzt auf Go geht, dann bemerkt er, dass da hinten ein Gegner ist und wird dem blöden Kerl hinterherrennen. Ihr seht das. So, und ich muss jetzt eben, so wie ihr das kennt, ganz typisches Verfahren bei diesem, ach, ich komme gerade nicht auf den Namen, City Run oder, nee, ich habe keine Ahnung gerade, wie es heißt. Gibt es auch für Windows 10, ist noch nicht wirklich Continuum-fähig, weil die Bedienung noch nicht da ist. Habe ich mal angefragt, wenn ich das demnächst mal irgendwann dann bekomme, oder wenn die sich demnächst da mal drum kümmern, kann man damit natürlich auch arbeiten. Und ich arbeite im Moment mit der Maus. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, das Ganze zu steuern. Ich finde es eine Spur zu einfach, wenn ich nur die Tastatur nehme. Und deswegen spiele ich es lieber mit der Maus. Und gehen wir nochmal rein. Und da haut er wieder ab und los geht's. Das heißt, ich verwende das Ding jetzt ziemlich genau so. Gerade so nochmal gepackt. Deswegen hat er jetzt da auch seine Kopfschmerzen, wie man das bezeichnen möchte. Weil es wirklich ganz, ganz knapp war.
Wird man übrigens auch ein bisschen langsamer, also nicht gut, wenn das passiert. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob man überhaupt jemals in der Lage ist, den Gegner zu fangen. Ich glaube, es ist nicht so. Ihr lauft, glaube ich, dauermäßig hier immer weiter. Könnt jetzt auch hier so Zusatz-Icons einsammeln, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Also ich habe ja jetzt hier so einen... Spring hoch. Ah. Okay, Glück gehabt. Ich habe ja jetzt diesen Helm da gehabt, deswegen hat er mich jetzt nicht sofort rausgeschmissen, weil ich mit dem Helm halt noch was reißen konnte. Und was ich jetzt hier mache, ist einfach, ich simuliere im Prinzip eine Touch-Bedienung. Autsch. Hab's direkt kommen sehen, als ich dann in die falsche Richtung gedreht habe. Aber so spielt ihr das Game. Ihr seht, ich habe jetzt eine Highscore bekommen. Talking Tom freut sich besonders darüber, dass ich jetzt die Highscore habe. Und was ihr jetzt eben habt, ihr habt hier diese Goldbarren eingesammelt. Mit diesen Goldbarren könnt ihr euer Haus verschönern. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal drauf und gucken jetzt einfach mal, was ich mir dafür holen könnte. Ihr seht, ich habe hier so einen Swimmingpool, habe ich mir gekauft für 350 Goldbarren. Ich guck mal, ich habe 600 im Moment. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel mein Haus ein bisschen schöner machen. Das tue ich jetzt einfach mal. Was machen wir denn? Ja, ich mache mal hier das Haus schöner, weil ich das letzte Mal ja den Swimmingpool dann gekauft habe. Und damit hat Talking Tom jetzt hier einen... Ah, übrigens einen Punktemultiplikator habe ich bekommen dafür. Und hier habe ich halt ein paar neue Pflanzen vor meinem Haus bekommen. Und so könnt ihr jetzt anfangen, das immer besser zu machen. Und er klaut da hinten schon wieder. Dieses Mal ist es jetzt irgendwie... Ja, er hat Kunst geklaut, so wie es aussieht. Hat mir also irgendein schönes Bild aus meinem Haus geklaut und so weiter. Und auf die Art könnt ihr das spielen. So, ich muss jetzt mal gucken. Da war ich noch nie drauf. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ah, das wären unterschiedliche Level, die ich jetzt noch spielen kann. Cool. Wusste ich auch nicht. Also scheinbar gibt es auch noch weitere Figuren, mit denen ich spielen kann. Und unterschiedliche Level. Dafür muss ich wohl Toms Haus vollständig ausgebaut haben, damit ich dann hierher komme. Und dann hier weiterarbeiten kann. Und dann gibt es eben Hanks Autobahn und keine Ahnung was, verschiedene andere Figuren. Angela ist scheinbar eine kleine weiße Katze, so wie es aussieht und so weiter und so fort. Und da ist wieder Tom und ihr spielt eben immer diese Figuren. Und das ist nett gemacht, macht Spaß, ist kurzweilig und könnt ihr sowohl auf der Couch irgendwie kurz mal daddeln, wenn ihr irgendwie noch kurz vor dem Film nochmal irgendwas zocken wollt oder nach dem Film nochmal irgendwie keinen Bock habt, direkt ins Bett zu gehen oder so. Dafür ist das wirklich schön gemacht. Oder ganz normal natürlich auch auf dem Handy spielbar, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, an der Bushaltestelle steht oder ich weiß nicht, wo ihr halt einfach mal die Zeit dafür habt, sowas zu machen. Und ich finde es echt süß gemacht mit diesem komischen, ist es ein Wiesel oder ein Waschbär oder sowas, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle da hinten, der eben euer Haus leer räumt. Was ich ein bisschen unlogisch, ah, geil. Jetzt hat er gerade einen von einem Haifisch bereits angefressenes Surfbrett rausgetragen. Ja, egal. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, der verliert ja dann Goldbarren, aber die hat er euch vorher geklaut. Also warum ist euer Haus nicht total punktvoll? Ich habe keine Ahnung. Aber was soll's, muss nicht immer total logisch sein. Hauptsache es ist lustig und macht Spaß. Und das tut es. Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt Audio schon gehört habt. Drehen noch mal ein bisschen hoch. Da kommt das Audio. Weil er gerade irgendwie eine Tuba weggetragen hat oder sowas, gab es nochmal anderen Sound und er ist abgehauen. Ja, ich glaube, das Spielprinzip kennt ihr alle. Wenn ihr Spaß dran habt, ladet es euch runter, spielt es ein bisschen, es macht Spaß und ist echt nett gemacht und süß. Und damit würde ich dann auch sagen, mache ich das hier mal zu. Diese App und würde sagen, wir beenden das für diese Woche. Dann, ja, ihr wisst, wie es ist. Wie immer, bitte abonniert mich, kommentiert. Wenn ihr Fragen habt, stellt eure Fragen. Ich versuche alles zu beantworten, was ich irgendwie zu beantworten weiß. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß und probiert die Spiele doch mal aus. Sie machen Spaß. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.